Hallo und herzlich willkommen zu einem extrem gesunden, fitnesslastigen Haul von Kaufland. Ich war gerade da gewesen und ich zeige euch ganz super schnell, weil ich habe auch nicht viel Zeit, was es so zu essen gibt. Und zwar habe ich einmal hier diese Brötchen eingekauft. Das ist zwar jetzt nicht so mega fitnessmäßig, aber so morgens zum Frühstück. Und da gibt es nämlich auch was Leckeres drauf, das erkläre ich euch aber später. Dann gibt es heute Abend einen Tomaten-Feta-Salat mit Hühnchen, was ihr auch hier gleich noch seht. Dazu gibt es nämlich hier dieses besagte Feta-Stück. So, dann haben wir hier einmal Käse, der ist nämlich leer gegangen, den kennt ihr aber auch schon, den gibt es ja sonst auch immer. Dann haben wir hier einmal Hähnchen mit Chili-Limone, das hat mich total fasziniert. Einmal für die Hunde, Flexan, das ist so mit Kollagen und Gründippmuschelpulver, das ist für die Sehnenbänder und Gelenke. Hier das zweite Paket, nochmal Hähnchen. Dann haben wir 4 Liter Milch, 0,1% Fett. Und ja, ihr werdet natürlich weiterhin die gewohnten Food Diaries sehen. Ich drehe nämlich auch schon wieder fleißig. Dann gibt es hier ein Protein-Joghurt-Quark. Quark ist es diesmal. Den gab es nämlich reduziert und ich wollte ihn mal probieren, weil der sonst immer so scheiße teuer ist, habe ich mich da noch nicht so mit einverstanden gefühlt. Nochmal Hähnchen. Dann haben wir ein Paket Eier. Die haben wir hier. Leider ist das Kameralicht sehr, sehr grell. Dann haben wir die letzten paar Teile. Nochmal Quarkcreme. Dann gibt es für aufs Brötchen, und das ist sowas von pornös, ich liebe das absolut, Avocado aufs Brötchen. Sehr, 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 sehr lecker. Dann gibt es da noch 2 Teile, und zwar einmal Chilibohnen. Die sind mega scharf und ich mag das sehr gerne, wenn es ein bisschen schärfer ist. Und zum guten Schluss gibt es noch ein Döschen Kidneybohnen. Ich glaube, das war der schnellste Haul, den ich hier gedreht habe. Und hier sind die restlichen 3 Liter Milch. Ja, das war's auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, was ihr davon schon gegessen habt, was ihr empfehlen könnt, was ihr so gerne esst. Ob ihr Sportler seid, also ob ihr Sport macht oder nicht. Und ja, wenn ihr mir sonst noch irgendwas schreiben wollt, tut euch keinen Zwang an, haut in die Tasten. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal und guten Appetit.